Guten Morgen, Freunde der dicken Fische. Es ist Ende März. Heute Nacht wurden die Uhren umgestellt. Heute Morgen bin ich raus. Habe mich tatsächlich noch ein bisschen damit vertan, wann es erst hell wird, aber alles gut. Meine Winterpause ist endlich vorbei. Ich sitze wieder am Wasser. Ich bin am Fischen. Ich habe eben auch mal geguckt. Meinen ersten Fisch 2020 habe ich Anfang April, in der ersten Aprilwoche gefangen. Gucken wir mal, ob wir dieses Jahr schon mal ein bisschen früher einen Fisch fangen können. Ich sitze an einem Gewässer, was ich gut kenne. Ich beobachte das Gewässer seit Anfang des Jahres. Ich mache immer im Frühjahr so Arbeiten an den Plätzen, Baumschnittarbeiten etc. Und bin auch schon seit ein paar Wochen bei zwei Plätzen am Füttern. So, auf diesen zwei Plätzen liegen natürlich zwei Ruten. Aber ich muss dazu sagen, mit neuen Ködern, die ich noch nie gefischt habe. Das eine sind einmal Rambazamba. Finde ich ganz interessant, wollte ich mal testen. Und das andere sind Maisboilies. Und da wollte ich dann auch mal gucken. Ich kann mal gerade gucken, von welcher Firma die sind. Die heißen Purkorn und sind von der Firma RSR Baits. Eigentlich genauso, solche Boilies habe ich immer gesucht und die sind jetzt auf dem anderen Futterplatz. Zwei weitere Ruten habe ich verteilt, eine habe ich mitten in See gelegt, auf eine Kante von 5 Metern. Die andere Rute habe ich an einer anderen Uferkante platziert, wo ich auch Fische beim Auslegen gesehen habe. Das sind, die beiden Ruten sind bestückt mit fischigen Boilies. Gucken wir mal. Des Weiteren benutze ich zum Anfüttern jetzt beim aktiven Fischen nur Stippfutter mit Mikropellets drin und ein bisschen Dosenmais, um die Fische halt nicht zu sättigen. Und dann vielleicht 10 Boilies um den Haken gestreut. Die Oberflächentemperatur vom See hat momentan so 8 bis 9 Grad, ist ja schon nicht schlecht. Wie ich eben schon erwähnt habe, habe ich Fische auch schon beim Ziehen gesehen, beim Rutenablegen. Das ist mir schon aufgefallen, wenn ich zum Füttern hier war, dieser Platz. Und da habe ich direkt mal eine Rute platziert. Die standen heute Morgen da auch wieder und zogen da lang. In der Zeit, wie ich jetzt hier bin, habe ich schon zwei Fische springen sehen. Und naja, sind die Zeichen gar nicht so schlecht, dass noch was geht. Wer mich kennt, weiß, meine Spezialität sind Kurzsessions. Das heißt, ich fische bis heute Mittag irgendwann. Und bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Zu den Rigs ist zu sagen, ich fische hier keine Zauber-Rigs. Ich fische No-Note-Rigs mit einem kleinen Kicker drauf. Hakengröße ist relativ groß. 4 bis 2. Ja. Schwere Blei, da ich in der Regel in Kanten ablege und ich möchte, dass die Blei liegen bleiben, auch wenn man mal ein bisschen an der Schnur spannt. Ja, die meisten Plätze hier lege ich mit dem Deeper ab, um halt zu sehen, ist der Boden krautfrei, ist irgendwas auf dem Platz verändert. Gucken wir mal. Ich muss dazu sagen, ich finde es immer nach der Winterpause unglaublich schwierig, die ersten Routen zu fahren mit dem Boot und dann mit der Hand abzulegen. Man muss sich erst wieder an die Abläufe gewöhnen, an die Griffe gewöhnen. Also das finde ich immer sehr schwierig. Vor allem, man hat ja auch immer so dieses Gefühl beim ersten Fischen, hey, ich muss unbedingt einen Fisch fangen und ich möchte den Schneider direkt knacken und gut in die Saison starten. Von daher ist man ja noch perfektionistischer veranlagt als sowieso schon. Jo, ich fand es heute Morgen sehr anstrengend, die Routen zu fahren und zu legen.
aber habe eigentlich ein gutes Gefühl, wie die Routen liegen. Eine Aktion hatte ich bisher noch nicht. Vielleicht kommt noch eine, vielleicht auch nicht. Was gibt es weiter zu sagen? Lufttemperaturen sind wir gerade noch unter 10 Grad. Ihr seht, ich bin sehr dick angezogen. Es ist frisch. Aber langsam kommt die Sonne raus und vielleicht passiert dann ja was. So, mit was für einem Setup fische ich hier? Boah, gut. Bissanzeiger, Swinger, die Routen werde ich euch demnächst noch mal genauer vorstellen. Das sind Sonic-Routen. Habe ich letztes Jahr mir gekauft, weil ich fand die mal ganz interessant vom Preis her. Auch mal für die kleinere Geldbörse. Ansonsten habe ich immer Century-Routen gefischt. Oder Shimano-Routen. Aber wie gesagt, ich wollte die Sonic-Routen mal ausprobieren und bin schwer begeistert davon. Aber die werde ich euch dann später noch vorstellen. Ja, und jetzt heißt es erstmal einen Moment warten und gucken, was so kommt. Zu sagen ist noch, ich fische hier tatsächlich mit geflochtener Schnur, mit einem sehr starken Schockleader, also mit einer sehr starken Schlagschnur, eine 60er, weil hier ist unglaublich dickes Kraut drin. Und dieses Kraut stirbt über den Winter nicht ab. Ist natürlich super, können sich die Fische drin verstecken. Aber zum Drillen und zum Angeln ist das schon hart. Also ich fische hier schon eigentlich ein relativ schweres Material. So, zu meinen Routen, die ich fische. Habe ich vorhin schon gesagt, das sind Sonic-Routen. X-Tractor, das sind die kleinen Teleskopierbahnen. Ich habe die in 9 Fuß 3 Lips. Oder 3,5, 3 Lips, 3,5. Konnte ich jetzt gerade auf den Routen so schnell nicht sehen. Einmal habe ich sie mir geholt, weil ich unglaublich gerne mal kurze Routen fischen wollte. Ich fand halt zu den anderen Firmen das Preis-Leistungs-Verhältnis mega geil, weil eigentlich sollte das nur mal so eine Stalker-Geschichte werden mit den Routen. Und da hatte ich keine Lust, so extrem viel Geld zu bezahlen. Und ich glaube, die Extractor liegen so um die 80 Euro. So, gesagt, getan, habe mir ein Vierer-Set davon gekauft. War erst ein bisschen skeptisch, weil ich habe sonst immer 12-Fuß-Routen gefischt. Aber ich muss sagen, die kleinen Dinger mit 9 Fuß sind geil. Ich habe da auch schon Fische mit über 20 Kilo mitgefangen. Überhaupt gar kein Stress. Super Drillverhalten, kann ich jedem wärmstens empfehlen. Vor allem auch super geeignet für Leute, die halt nicht das Geld so dicke haben. Habe ich wie gesagt heute auch wieder am Start. Das Packmaß ist natürlich auch unglaublich geil, vor allem für Leute mit einem kleinen Auto. Bei mir uninteressant, ich fahre einen Bulli. Aber es macht unglaublich Spaß mit den kleinen Routen. Habe mir aber jetzt für diese Session oder für die Saison 2021 mal andere Routen von Sonic geholt. Und zwar in 12 Fuß und 3 Lips. 3,5 Lips, die stelle ich euch dann auch noch mal vor, wenn ich sie damit am Wasser habe. Machen im ersten, als ich sie jetzt montiert habe, einen sehr guten Eindruck. Aber sie müssen sich halt am Wasser bewähren. Und wie gesagt, die Extractor, die ich hier mit habe, die haben sich sehr gut bewährt und machen wirklich Spaß. Und vor allem ist es vielleicht mal was für jüngere Leute, die noch nicht so die dicke Kohle haben. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist halt unglaublich geil. Ja, und das ist halt das, was ich zu meinen Routen sagen soll. Meine Rollen fische ich von Ridgewood. Jetzt werden viele sagen, Ridgewood, was ist das? Die Älteren von euch werden Ridgewood-Rollen kennen. Oder zumindest die Firma Ridgewood. Das war so Anfang der 90er, als gerade so das moderne Karpfenangeln nach Deutschland kam, war Ridgewood eine der Marken. Und habe ich vor ein paar Jahren mal wieder entdeckt, die Firma. Die gibt es noch und sind schwerpunktmäßig in England unterwegs. Starkes Programm im Bereich Fliegenfischen, aber sie haben auch immer noch eine Karpfenrange. Und da habe ich die Rollen gesehen, fand das Preis-Leistungs-Verhältnis okay und habe gedacht, gut, bestellen wir mal. Wenn sie schlecht sind, dann tat es mir vom Preis her nicht weh. Aber ganz im Gegenteil.
Ich habe jetzt auf den kleinen Ridgewood Rollen drauf und auf meinen 12 Fuß Routen Ridgewood Rollen drauf und ich bin mehr als zufrieden damit. Ich muss mal gucken, ob ich euch in die Videobeschreibung mal die genaue Beschreibung mit reinpacke oder ich füge es euch hier in dem Video mit ein. Zu meinen Rodpods ist nicht viel zu sagen. Ich fische hier ab und zu Bangsticks, aber ich bin halt am liebsten so ein Rodpod-Fischer, weil dann meine Ruten halt schon sehr stabil stehen und teilweise fische ich schon mit zur Bremse und dann brauche ich halt schon was, was richtig stabil steht. Die Rodpods sind von Fox, das sind MK2 Rodpods. Die Ranger Pods, Entschuldigung, die Ranger Pods sind das. Den einen habe ich in Camo, den anderen habe ich in Schwarz. Den Schwarzen habe ich schon ein bisschen länger, den Camo habe ich mir jetzt mal gegönnt. Ich finde diese Rodpods mega gut. Sie sind sehr vielseitig einsetzbar. Ich kann sie als Highpod fischen, ich kann sie sehr flach fischen. Also ich habe bisher noch nie Probleme mit diesen Rodpods gehabt. Und sie stehen halt unglaublich stabil. Ja, was haben wir noch? Bissanzeiger, das sind die neuen von Delkims, dazu MK3 Finger von Fox, die Black Serie. Ja, zusätzlich senke ich hier die Schnüre ab. Viele werden jetzt sagen, um Gottes Willen, dickes Kraut und Schnüre absenken. Ja, alles halb so tragisch, habe ich bisher noch nicht wirklich Probleme mit gehabt. Ich mache das hier, weil ich von einem Steg fische und in zwei verschiedenen Richtungen rausfische. Und beim Drill habe ich dann nicht so viel Schnur vor meinen Füßen und senke aufgrund dessen die Schnüre ab. Sollte es hart auf hart kommen, habe ich hier immer noch ein kleines Ruderboot liegen und kann immer noch rausfahren. Ja, das ist eigentlich soweit mein Setup, mit dem ich fische. Baits wisst ihr auch. Jetzt heißt es erstmal warten und gucken. Ich werde euch, wie gesagt, demnächst auch mal die anderen Routen vorstellen. Und ich zeige euch dann demnächst auch mal die Rigs, wenn ich sie binde, wie die aussehen. Wie gesagt, meine Rigs sind ganz einfach gehalten. Ich benutze ganz selten aufwendige Rigs. Kommt vor, klar, keine Frage. Aber äußerst selten. Für mich ist es so, je einfacher, desto besser, desto weniger Fehler können drin sein. Und ich habe halt unglaubliches Vertrauen in meine Rigs. Auch in meine Haken. Man muss halt immer gucken, dass die Haken halt scharf sind. Weil ein stumpfer Haken fängt einfach keinen Fisch. Ja. Dann gucken wir mal, was jetzt noch so ein bisschen passiert. Warten wir mal ab. Aber es ist unglaublich schön zu sehen, wie die ersten Bäume grün werden. Wie die Vögel zwitschern. Also ich finde immer so, die ersten Session im Frühjahr haben immer was Magisches. Auch wenn ja quasi die Chance auf einen Fisch noch nicht so groß ist und es auch nicht immer unglaublich warm ist und T-Shirt-Wetter ist. Aber trotzdem finde ich es schön, wenn die Natur erwacht. So, wie man sieht, das Wetter ist besser geworden. Es ist immer noch ein bisschen kühl, aber jetzt so in der Sonne und wenn man so ein bisschen aus dem Wind rausgeht, ist es echt super. Dann kann man es gut aushalten lassen. Interessiert die Fische anscheinend aber nicht. Für die erste Session 2021 bin ich jetzt leer ausgegangen. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Gucken, vielleicht geht noch was, aber ich denke nicht. Ich habe die Zeit aber am See mal wieder genossen und habe mich ein bisschen erholt vom ganzen Stress. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, aktiviert die Glocke und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann! Thank you.